Herzlich willkommen im Wiener Rathaus. Das Wiener Rathaus fungiert einerseits als Gemeinderat, aber auch als Landtag, je nachdem, in welcher Konstellation man zusammenkommt. Und wir schauen uns heute das Rathaus an und gehen einmal durchs ganze Haus. So, you can take a seat if you want to. Hildegard Burian, and that was in 1919. She was a member of this parliament for 1 year. She then became a member of the national parliament. Wir freuen uns sehr, dass wir sagen können, die einzig selig gesprochene gewählte Politikerin der Neuzeit war auch ein Jahr im Wiener Gemeinderat, und zwar 1919, und zwar war das die Hildegard Burian. Und die Hildegard Burian war die Gründerin der Caritas Socialis, eine Bewegung, die sich heute ganz besonders um Palliativmedizin und Hospize kümmert. Und Hildegard Burian, ein Jahr im Wiener Gemeinderat, erste Frau, dann im österreichischen Parlament, ist auch ein ganz großes Vorbild für mich. Und sie ist im Wiener Gemeinderat gesessen an dem Platz, wo heute die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vasilakos sitzt. Und das ist dieser Platz hier. Was kann man für heute lernen von ihr? Hildegard Burian war sehr mutig und hat sich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Sie hat die sozialen Probleme der Zeit gesehen, hat sie angesprochen. Dafür war sie nicht beliebt, auch nicht in der eigenen Partei. Aber sie hat viel bewegt, und an wen erinnern wir uns heute? An sie und an viele andere nicht.